Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Zuschauerbattle. Ja, diesmal spielen wir gegen den TPR Shadow und von dem werde ich seinen YouTube und seinen Insta-Kanal unten verlinken. Checkt das unbedingt mal ab, der macht echt coole Sachen. Auf YouTube zeigt er schöne Sachen, wie man alte Gameboys zum Beispiel reparieren kann. Und auf Insta hat er auch sehr, sehr schöne Bilder, die er selber macht. Wie zum Beispiel mein neues YouTube-Logo, denen es aufgefallen ist, hat er gemacht. Also checkt das auf jeden Fall mal ab. Der hat wirklich coole Sachen da am Start. Ja gut, und wir starten somit gleich ins Battle rein. Schauen wir mal, was er denn dabei hat. Ein Pescragon natürlich. Ein Gengar wieder mal. Schön, die haben wir ja selten. Guardevoir, mit der weiß ich nie, was ich machen soll. Mimikma. Ist die Frage, mit was leadet er? Ich nehme jetzt Goldie, nicht nur wegen Taunsteine. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es könnte auch sein, dass er mit Mimikma leadet. Da wäre Goldos natürlich sehr gut. Dann kann ich zwar die Taunsteine nicht gleich rausbringen. Aber je nachdem, Goldie müsste Mimikma eigentlich töten können, wenn Mimikma in der ersten Runde Schwerttanz macht. Ich mache den Kostümspuck weg. Ja, in der zweiten Runde greift es mich an. Ich habe Fokusgurt, setze dann einen Gyroball ein. Oh ne, mit Garados. Oh, oh, oh. Das ist nicht so schön. Oh, und auch ein Square. Garados. Jo, soll ich einfach die Tarnsteine rausballern? Das bringt eh nicht wirklich. Ich hätte sonst eben Drachenroute zum Angreifen und das wird ihm ja wahrscheinlich 10 KP abziehen oder sowas. Ich werde es zum Glück überleben. Oh, ich überlebe so oder so. Ja gut, immerhin sind die Tarnsteine draußen. So, ja, eine Drachenroute, wenn ich überhaupt noch dazukomme, aber wenn er wieder Kaskade macht, ja, die trifft 100 pro. So, wen bringen wir jetzt rein? Schade, dass Infernopod nicht schneller ist. Ah, ich wäre eh... Ich bin nicht mal sehr effektiv mit Pflanze auf Garados. Wegen dem Flugtypen. Okay, okay. Garados gegen Garados bringt mir auch nicht viel. Oder machen wir den Relaxo rein? Schnell. Ah, dann bringe ich halt Lapras ins Spiel. Und mache eine nicht gedeihne Maxte. Donnerblitzattacke. Na, Garados müsste dann theoretisch weg sein. Werden sehen. Beim letzten Mal hat mich ja der Donnerblitz von Lapras mein Garados nicht gekillt. Oh, in die Dynamax. Okay, dann wird es ihn sicher nicht killen. Außer er hätte jetzt irgendwie was, um einen Schwächeschutz zu aktivieren. Wenn er jetzt eine Elektro hat oder eine Pflanze, dann könnte es vielleicht noch sein, dass ich ihn hitte. Er dachte halt, ich gehe in die Dynamax. Hoffentlich zieht das jetzt nicht zu viel ab. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das ist... Boah, das hätte ich nicht erwartet. Okay, dann ist es vielleicht sogar gut, dass ich nicht in Dynamax bin, weil er hätte mir so oder so mehr wie die Hälfte abgezogen mit einem Hit. Aber ich kill ihn dafür auch jetzt. Na, wenigstens das. Ist er mit einem Hit weg? Boah, aber das hat ja krass bösen Schaden gemacht. Das hätte mir nicht viel gebracht, die Dynamax. Er wäre trotzdem über die Hälfte gewesen. Und ich hätte halt ein Elektrofeld, oder? Deswegen wollte ich nicht Dynamaxen mit dem scheiß Elektrofeld. Boah, jetzt ist die Frage, ob sich das
überhaupt noch rentiert mit Lapras? Eigentlich nicht mehr. Eigentlich sollte ich mit ihr jetzt gar nicht mehr dynamaxen. Was hat Gengar für Attacken? Der Gengar kann auch Donnerblitz, glaube ich, oder? Ich glaube, der kann auch eine Donnerattacke. Aber in der ersten Generation konnte er auf jeden Fall eine Donnerattacke lernen. Ja, dann wird er mich jetzt... Komm, ich probiere eine Erholung, wenn ich überhaupt noch zum Zug komme. Ne, Schlammwoge. Ja, ich komme eh gar nicht mehr dran. Von dem her ist es eh egal, was ich... Ja, okay, vielleicht hätte ich es überlebt in der Dynamax, aber was bringt mir das nachher mit 5 KP? Mimikma. Ja, vor allem Mimikma sollte schneller sein wie Gengar. Dann kann ich sogar einen Schwerttanz machen und Gengar hält auch nicht viel aus. Ja, das ist ganz gut, denke ich. Das ist dieses komische... Was? Ah, das geht immer so schnell, der Text, dass man es gar nicht richtig lesen kann. Was war das jetzt? So ein Scheiß, wo ich nach 5 Runden dann tot bin? War das so ein Scheiß? Wenn es keiner war, dann mache ich nochmal einen Schwerttanz. Wenn es aber so ein Scheiß war, dann würde ich lieber keinen Schwerttanz machen, weil... Ja, komm, ich mache nochmal einen Schwerttanz. Ich hoffe einfach, es war nicht das, was ich denke, dass es war. Sonst war das eine verschwendete Runde. Aber dafür halt zweimal Schwerttanz ist schon nice. Gerade für andere Pokémon. Mein Gengar hätte den Angriff jetzt sowieso nicht überlebt, aber andere könnten. Ja, und das Grasfeld heilt mich ein bisschen. Okay, Dunkelklaue trifft auch immer fix. Das habe ich so gern an der. Und die erhöhte Volltrefferchance. Ist natürlich auch übelst nice. Boah, das leckt schon wieder so. Ich hoffe, dass das nicht sich auch auf das Video überträgt. Oh, hat er einen Fokusgurt. Oh, das wird jetzt mein Tod sein. Ah, Abgesangsbund wieder. Was steht jetzt da? Versucht den Angreifer mit sich. Was ich. Gengar versucht den. Ah, mit sich zu ziehen. Ah! Wahrscheinlich ist das sowas, dass wenn ich ihn jetzt kille, ich dann automatisch auch sterbe. Hm, was könnte ich da jetzt machen? Auswechseln, dann ist der Effekt sicher weg. Aber ein Mimikma auswechseln, wo der Kostümspuck schon weg hat, ist blöd. Boah, ich bin eh schon schlecht dran. Gold ist auch... Ja, ich wechsle aus. Das ist... Ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich so eine Attacke ist, dass ich dann mitsterbe und dass das jetzt nicht passiert, weil ich ausgewechselt habe. Ich hoffe es halt. Na, sonst war der... Und jetzt macht es... Ja! Ist fehlgeschlagen! Oh mein Gott! Und ich dachte gerade, nee, jetzt macht er es bei meinem Garados, Mann. Wieso macht er das? Das konnte er doch nicht ahnen, dass ich wechsle. Oh mein Gott! Und dann hat er einfach verfehlt. Und schon wieder verfehlt. Oh mein Gott! Danke, Lachsrauch. Jo. Mein Garados trägt das Item Lachsrauch, meine lieben Freunde. Und das sorgt dafür, dass eure... Genauigkeit sinkt. Aha. Also das ist nicht nur dem Glück zu verdanken, dass die Attacke gerade daneben ging. Beziehungsweise beide Attacken. Jawohl, Schlammwoge hätte mich eh nicht gekillt. Aber ich bin froh, dass der behinderte Abgesangsbund jetzt nicht... Oh, das wäre böse gewesen. Wenn mein Garados den auch getroffen hätte. Ja, vor allem dann hätte ich Mimikma halt so umsonst ausgewechselt. So,
eine Kaskade. Er macht sich einen Schwerttanz oder so. Was? Was hast du mit deinem Mimikma gemacht? Ich meine, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß der Init-Unterschied ist von Gyarados und Mimikma. Ich habe bei meinem Gyarados ja, bei meinem Mimikma EV und Wesen auf Init gemacht. Warte mal, das müssen wir schnell überprüfen. Mein Gyarados hat jetzt Initiative 146. Eben, das ist eigentlich... Ja, 146 und hier haben wir 162. Okay, geht schon. Ja, wenn man einmal EV-Punkte oder einmal Wesen nicht auf Init hat, dann ist es schon langsamer. Ja. Ja, das hat mir jetzt den Arsch gerettet, dass ich schneller war. Schön, schön. Hätte ich jetzt nicht erwartet. No. Aber klar, wenn man dafür... Ich verstehe es schon. Eben, es ist halt bei Mimikma gerade... Ja, jetzt wurde Glurak getroffen. Von den Taunsteinchen. Eben, es ist halt immer die Frage, bei Gyarados das gleiche eigentlich. Geht man mehr auf Init oder geht man mehr auf Angriff? Mir war halt Init sehr wichtig. Ich meine, Angriff ist auch wichtig. Es ist alles wichtig, ja. Aber den Gegner zu outspeeden ist schon auch wichtig. Es gibt viele Sachen, die wichtig sind. Oh, ein Shinerich. Oh, Gardevoir ist schon auch so schön in Shiny. Ist es wirklich ein schönes Pokémon generell? Ja, Kaskade wieder. Vielleicht schreckt es ja zurück. Oh, oder One-Hit. Ja, Hochmut. Der Hochmut. Oh, und der Pest. Oh, oh. Ich habe mein Lapras nicht mehr. Pescargon ist schneller wie ich und wird... Oh Gott, der wird mich jetzt zerstören. Der wird mich jetzt zerstören. Hast du EVs verteilt und Wesen geschaut? Jo. War schön. Eben, hast du EVs verteilt, dass Pescargon jetzt langsamer war als mein Gyarados? Normal ist das auch schneller wie mein Mimikma, Pescargon. Ich, ja, bin gespannt auf deine Antwort. Ich nehme wirklich fast an, dass du keine EVs verteilt hast. Und vielleicht auch nicht auf das Wesen geachtet. Weil Pescargon ist normal ein sehr schnelles Pokémon. Du hättest theoretisch mein ganzes Team jetzt noch damit weglegen können, ne? Der Kiemenbiss, okay, Relaxo ist, glaube ich, nicht One-Hit weg mit einem Kiemenbiss, aber mein restliches Team jetzt wäre alles weg gewesen und viel hatte ich eh nicht mehr. Die wären jetzt alle weg gewesen mit dem Kiemenbiss. Ja, bin ich sehr gespannt, wieso deine Pokémon so langsam sind. Ich werde es dann erfahren. Jo, war auf jeden Fall sehr nice, hat Spaß gemacht. Ich hoffe für dich auch und... Für euch Zuschauer natürlich auch. Jo, dann verabschiede ich mich von euch, Leute. Das war's mit dem Battle. Macht's gut und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.